Lasst uns miteinander unseren Gottesdienst beginnen, indem wir zusammen sprechen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Herr und Gott, der ein Gott ist, der für uns da ist, der mit uns lebt, der Freude und Leid mit uns teilt und der auch jetzt bei diesem Fest in unserer Mitte ist, er sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Ich darf Sie und euch alle im Namen und im Auftrag unseres Männervereins St. Wolfgang ganz, ganz herzlich willkommen heißen zu unserem traditionellen Gottesdienst über unserem Bach hier unten am Brunnerer. Ganz besonders darf ich begrüßen und ich freue mich, dass du da bist, dich Frank, meinem Bruder. Es ist schön, dass du gekommen bist, du wolltest dieses Fest unbedingt einmal miterleben. Ja, jetzt hockst du mitten am Bach, also halt drüber. Ne? So sind wir halt hier bei uns. Da wird einfach alles möglich gemacht. Wir hoffen und freuen uns nicht nur, dass du da bist, sondern dass du dieses Fest mit uns genießen kannst. Wir feiern Brunnerer. Also wir feiern mitten in der freien Natur unseren Gottesdienst. Und ich bin froh und dankbar, dass wir rausgehen. Dass wir rausgehen aus der Kern, dass wir nachgehen in die Natur. Und wo kann man eigentlich schöner Gottesdienst feiern, als in dem schönsten Gotteshaus, das Gott selber gebaut hat, mitten in der Natur. Wenn wir unsere Kirche verlassen, wenn wir rausgehen, wenn wir wieder mehr und mehr ein Haus aus lebendigen Steinen werden, wenn wir Zeugnis ablegen von unserem Glauben und sich der Glaube nicht nur in unserer Kirche abspielt, ich glaube, dann können wir wieder Menschen ganz neu für uns begeistern. Herr Jesus Christus, du hast deine Jünger immer und überall um dich versammelt. Herr, erbarme dich.
Du hast uns aufgetragen, Gott und den Menschen zu lieben und füreinander da zu sein. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Du bist und bleibst bei uns bis zum Ende der Welt. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Nachlass, Vergebung und auch Verzeihung unserer Schuld schenke uns unser gütiger und liebevoller Gott. Amen. Uns beten. Großer und heiliger Gott, jedes Jahr feiern wir hier in der Natur unser Brunnenrangengottesdienst. Sei immer und überall bei uns und höre auf unsere Bitten. Hilf uns, dass wir alle eine lebendige Gemeinschaft werden und dich preisen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der mit dir lebt und herrscht in der Einheit des Heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Petrusbrief. Liebe Schwestern und Brüder, kommt zum Herrn, dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen, aber von Gott auserwählt und geehrt worden ist. Lasst euch alle als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen. Denn es heißt in der Schrift: Seht her, ich lege in Zion einen auserwählten Stein, einen Eckstein, den ich in Ehren halte. Wer an ihn glaubt, der geht nicht zugrunde. Euch, die ihr glaubt, gilt diese Ehre. Für jene aber, die nicht glauben, ist dieser Stein, den die Bauleute verworfen haben, zum Eckstein geworden, zum Stein, an dem man anstößt, und zum Felsen, an dem man zu Fall kommt. Sie stoßen sich an ihn, weil sie dem Wort nicht gehorchen, und dazu sind sie bestimmt. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Du bist da, wo Liebe ist. Du bist
sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Das Pascha-Fest der Juden war nah. Und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Im Tempel fand er die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und die Geldwechsler, die dort saßen. Er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus, dazu die Schafe und Rinder. Das Geld der Wechsler schüttete er aus und ihre Tische stieß er um. Zu den Taubenhändlern sagte er: Schafft das hier weg und macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Seine Jünger erinnerten sie sich an das Wort, das er gesagt hatte: Der Eifer für den Haus verzehrt. Da stellten ihn die Juden zur Rede: Welches Zeichen lässt du uns sehen als Beweis, dass du dies tun darfst? Er sagte: Reißt diesen Tempel nieder und in 3 Tagen richte ich ihn wieder auf. Da lachten sie und sagten: 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufrichten? Er aber meinte den Tempel seines Leibes. Als er von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Also ich soll eine Predigt halten. Und die Kupfererin gesagt, dafür macht sie beim nächsten Teil mal einen Kuchen. Ah ja, lange. Ja, könnt ihr mit Nein fragen, mein Gott. Alle aufstellen können. Hätte er Gott viel Kuchen gekriegt. Nur ein Platz hätte er nicht besetzen dürfen. In Hausen, hört ihr, lieben Leute, sind wir heute alle voller Freude. Wir sind hier in froher Runde. Und es zieht sich durch das Land die Kunde, sogar nach Miltenberg herunter, dass wir feiern froh und munter, Brunnerange heute mit meinem Bruder. Und da wisst ihr auch schon es ganz bestimmt und schon, mein Predigt kommt im anderen Ton. Doch wisst ihr noch, wie schön es früher war, mit unserem Deutsch so einfach, schlicht und klar. Man konnte mit Worten so schön formulieren, man musste nicht ausländisch und neudeutsch artikulieren. Doch damit ihr es seht, heute sieht's ganz anders aus. Ein Kauderwelsch wird da geredet, so ein Kraus. Damit wir sehen, unser Deutsch tut langsam untergehen, wird, auch wenn's der eine oder andere nicht mag, heute an unserem festlichen Tag meine Aufgabe mal etwas anders erledigt. Ich halte für euch eine englische Predigt. Und glaubt es mir ruhig, dass ihr es alle versteht. Man spricht ja Englisch heute, wo man geht und steht. Viele Fremdwörter hat schon die Bibel verbreitet und aus allerlei Sprachen einen Cocktail uns bereitet. Hätte keiner dies schriftlich einst niedergeschrieben, wäre das heilige Buch ohne Inhalt geblieben. Die berühmtesten Worte kennt heute jedes Kind, welche Amen, Halleluja und Coca-Cola wohl sind. Zwar ist nicht zu lesen in der Bibel vom Dritten, doch die Firma ließe sich nicht lange bitten. Würde der Papst diese Marke ins Vaterunser einbringen, wenn man lässt ein Koffer voller Dollar dort springen. Warum schmücken wir uns mit fremden Gefieder? Warum singen wir Hits oder Songs, statt wie früher halt Lieder? Fliegen Jets, gehen Shopping und lauter so Sachen. Wir wollen im Leben einfach alles auf Englisch nur machen. Heutzutage, da geben die Leute ihr Geld weg. Für die Burger, für Ketchup, McDonald's und Big Mac. Mit dem Auto bequem fährt man zum Schalter hinein. Und der Kunde
packt sich das Essen ein am Ende der Runde. Ja, da wundere ich mich, dass es da eines noch nicht gibt. So eine Drive-In-Kirche, wo man Fastfood dann kriegt. Wo man vorne reinfährt und hinten wieder raus, bevor man es überhaupt merkt, aus diesem schnellen Gotteshaus. So ein Gottesdienst, wie man früher ihn kennt, würde darin vermarktet als Glaubensevent. Auch die Kids wissen englisch gut Bescheid. Sie haben Dates statt Termine, haben Trouble statt Streit. Sie bekommen gern Mail, damit meinen sie Post, essen Snacks, trinken Shake, die hat Power die Kost. Doch den Sonntag, den finden die Kleinen gar nicht cool und die endlose Freizeit reißt sie nicht vom Stuhl. Weil zu Hause nichts läuft, kommt der Sonntagsfrust auf. Es gibt kein gutes Feeling, man ist nicht gut drauf. Dann hilft nur noch der Walkman, die Musik möglichst laut und somit ist jede Verständigung verbaut. Statt zu Hause zu sein im Familienverband, wollen sie surfen im Internet oder am Strand. Wenn sie dann gar zur Kirche zum Gottesdienst müssen, ist die Stimmung auf gut Deutsch meistens bescheiden. Das gibt Stress mit den Alten, der Ärger ist groß und die Eltern fragen sich, ja was machen wir bloß? Nun hat Jesus auch nicht viel vom Sonntag gehalten, den die Juden bekanntlich als Sabbat gestalten. Er ist heute zwar nur noch als Weekend bekannt, doch mit Recht wird er eine Sozialtat genannt. Zum Relaxen hat Gott uns den Sonntag gegeben, denn die Ruhe bringt viel mehr Bewusstsein ins Leben. Wie die Nahrung gedacht für die menschliche Not, so braucht jeder die Ruhe wie die Butter zum Brot. Doch das Weekend ist heute so dominant, dass die Ruhe der Frieden ist nicht mehr bekannt. Money, Business und Job heißt die Devise und die menschliche Seite kommt schwer in die Krise. Wenn wir nur noch Geschäft und Vergnügen suchen, werden wir sehr bald über Lebensfrust fluchen. Als sie einmal beim Wandern durch Israel kamen und natürlich vom langen Marsch Hunger bekamen, haben die Jünger die Ähren gepflückt und sich dann ganz elegant ums Bezahlen gedrückt. Jesus hat da nicht an Empörung gedacht. Wozu hat der Papa den Weizen überhaupt gemacht? Damit keiner verhungert, das ist sonnenklar. Dieser weist sich auch am Sabbat als wahr. Wenn ihr Jesus als typischen Single mal seht, der vom Kochen und Haushalt sehr wenig versteht, dann ist dieser Imbiss auch völlig verständlich. Er war ja ein Prediger schließlich und endlich. Zwar gab es da Frauen, so wie Martha es war, die versorgten den Meister auch ganz wunderbar. Doch auf den Reisen, da waren die Girls nicht dabei und so wurde es eben schwierig mit der Esserei. Und die Jünger bedienten sich fröhlich mit Ehren und wir ahnen schon, das kann nicht lange gut währen. Denn die strengen gesetzlichen Hüter der Juden, die waren völlig verbohrt und hielten sich für die Guten. Wie beim Fastfood einfach bequem zu bedienen, ist von Gott nicht erlaubt und mit finsteren Mienen haben diese Schlauberger Jesus beschimpft und am heiligen Sabbat die Nase gerümpft. Jesus war kein Big Boss, der herumkommandiert, er hat selber durch sein eigenes Vorbild geführt. Und er hat mit den Jüngern ein Team sich geschaffen, wo man selber aktiv wird, statt warten und gaffen. Denn ein Team heißt nicht toll, einer macht's und ich bin raus aus der Sach, hab Ruhe des Nachts. Einer teamt, alle rocken, das wird manchen so passen, doch mit solcher Einstellung sollten wir Christen wohl aufpassen. Nein, es heißt, dass man alles gemeinsam bezwingt, und die Arbeit im Team einfach besser gelingt. So ist hier schon wieder ein englisches Wort und all diese Fremdbegriffe, sie gehen nicht fort. Dieses Vorbild von Jesus soll alle erleuchten, weil wir alle viel besser den Gemeinschaftsgeist bräuchten. Statt mürrischen Herzen uns ungern bequemen, dürfen wir den Sonntag als Chance auch nehmen. Manche sieht man, last minute zur Kirche schnell hasten,
wollen sich ungern mit Gottes Geboten belasten. Solches Denken ist heute ja leider sehr häufig, doch der Service der Kirche ist allen geläufig. Meine Spende und Steuer gibt Anrecht darauf, ich will all inklusiv, sonst rege ich mich auf. Diese Haltung kann schnell die Gemeinschaft zerstören, denn wir können nicht nur auf die Geldgeber hören, auf die Reichen und Satten, die sich alles leisten, gerade die Armen und Schwachen brauchen uns als Kirche nämlich am meisten. Wenn nur noch das Geld zählt, kriegt der Sonntag den Crash, dann zählt nur noch das Ego, der Erfolg und das Cash. Leute, checkt es! Ihr seid doch als Menschen geboren, denen Gott hat ewige Treue geschworen. Jeden Sonntag will er eine Live-Show euch schenken, damit wir alle mal ans Wendenheil denken. Wenn die Christen den Menschen die Botschaft verkünden, wird sie als Mega-Message dann hoffentlich zünden. So wünsche ich mir, dass unsere Sprache nicht tiefer herabsinken tut und mal wieder Deutsch spricht, irgendwann endlich und gut. Trotzdem will ich meine Predigt beschließen, ich will das Brunnrahnenfest keinem vermiesen. Denn den Ruhetag brauchen die Menschen ganz klar, das war damals so und ist auch heute noch wahr. Drum genießt euer Leben, lasst die Arbeit auch ruhen, das hat sehr viel mit menschlicher Würde zu tun. Und am Sonntag zu ruhen ist nicht eine Grille, es ist die Lehre des Glaubens. Es ist Gottes Wille. Und wenn einer euch fragt, was hatte du da, dann sagt ihm, der Sonntag ist für uns Menschen da. Amen. Miteinander unseren Glauben bekennen, unseren Gott, der immer für uns da ist, der uns beisteht, der unser Leben mit uns teilt. Ich glaube an Gott, den Vater, den Herrn, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, an dem Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Zur Kirche ist ein sichtbarer Ort der Gottesbegegnung unter uns. Rufen wir zu unserem Gott und tragen ihm unsere Bitten vor. Wir beten für den Papst und die Bischöfe, dass sie die Kirche weise und klug leiten und ihr ein Beispiel im Glaubensleben sind. Gott, unser Vater, wir beten für alle, die sich von der Kirche enttäuscht fühlen und abgewandt haben, wieder einen Weg in die Gemeinschaft der Glaubenden zu finden. Gott, unser Vater, wir beten für alle Gläubigen, die in ihrem Alltag ein lebendiges Zeichen des Glaubens geben und auch andere im Glauben ermutigen. Gott, unser Vater, wir beten für die Menschen auf der Flucht und allen, die den Flüchtenden beistehen und ihnen Schutz und Heimat gewähren. Gott, unser Vater, wir beten für die Menschen auf der Suche nach Sinn, dass sie in der Begegnung mit dem Glauben einen tragenden Fels im Leben finden. Gott, unser Vater, wir beten für unsere Verstorbenen, mit denen wir in der Kirche des Himmels verbunden sind und die jetzt in Gottes Liebe sind. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, du baust dir ein Haus aus lebendigen Steinen
Wir alle sind diese lebendigen Steine. Lass uns diesen Bau vollenden und mehr lebendige Kirche und Gemeinschaft sein. In Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Haben wir bereitet für das Mahl, zu dem uns Jesus einlädt und das wir für uns, aber auch im Gedenken an unsere Verstorbenen feiern wollen. Wir wollen heute Morgen in ganz besonderer Weise beten für unsere Litwina und Michael Gumpert, für Margareta und Michael Ismayer. Wir wollen beten für Arnold Drummer und alle verstorbenen Angehörigen der Familie Drummer, besonders für die Eltern Drummer und Gügel. Und wir wollen beten für Alfred, Brigitte Schmidt und Angehörige. Nimm diese Gaben an und wandle sie, dass sie für uns und für unsere Verstorbenen zu Gaben des Lebens werden in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Herr, hebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, guter Gott, immer und überall zu danken und dich zu preisen durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch seine Auferstehung hat er das Tor des Himmels geöffnet und für alle das Leben für immer erschlossen. Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen das Loblied deiner Herrlichkeit. Thank you.
Ja, heilig bist du, guter Gott, und ein Quell allen Lebens und allen Heils. Und darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf unsere Gaben herab und heilige sie, damit sie für uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Er zum Leiden ging, Brot in seine Hände segnete es, dankte, brach es und gab es seinen Jüngern mit den Worten: Nehmet und esset, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum und gab ihn seinen Jüngern mit den Worten: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Das ist ein Geheimnis unseres Glaubens. Bis du kommst in Herrlichkeit. Erinnern wir uns, was dieser Jesus in unserer Mitte war und ist und sein wird. Er kam, das Wort des Vaters, wurde Mensch wie wir, die Sünde ausgenommen. Er lebte verborgen inmitten der Menschen bis zu seinem 30. Jahr. Dann stand er auf und redete vom Reich Gottes, dass die Liebe alles in allem sei. Er heilte und tröstete, spendete Brot und erweckte Tote. Er gab ein Beispiel des Dienens, litt und starb am Kreuze. Er erstand von den Toten und machte gewiss, dass der Tod nicht das Ende sei. Die Liebe ist stärker als der Tod, die Gerechtigkeit siegt über den Hass, der Friede über den Streit. Ihr ist beim Vater und der Geist beider, macht uns zu seinen Jüngern, bis er wiederkommt. Und um diesen Geist bitten wir für die kommenden Tage, für unser Leben, für die Zukunft der Welt. Dem Vater werde alle Ehre und Herrlichkeit in alle Zukunft, Amen, durch Christus. In alle Zukunft, Amen. In Christus. In alle Zukunft, Amen.
Friede des Herrn, er sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt euch ein Zeichen des Friedens. Das Lamm Gottes, das all unsere Schuld hinwegnimmt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Ihr dürft natürlich bei der Kommunion hängen bleiben. Wir kommen hin zu euch und teilen die Kommunion an euch aus. Bleibt einfach hängen.
beten. Herr unser Gott, wir haben uns zu deinem Lob versammelt. Mache diese Feier für uns zur Quelle der Gnade und Freude, damit deine Gemeinde im Heiligen Geist zum Tempel deiner Herrlichkeit wird. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Am Ende unseres Gottesdienstes euch allen. Dankeschön, dass wir zusammen diesen Gottesdienst gefeiert haben. Ich danke unserer Prüfnerin, die alles vorbereitet hat, mit runtergebracht hat für den Gottesdienst. Und Hugo, ich danke vor allem dir, dass du uns den Gottesdienst gespielt hast. Vielen, vielen Dank! Ich wünsche uns, euch allen noch ein wirklich schönes Bonnerin-Fest. Bleiben wir noch ein wenig da drüben. Trinkt was, esst was, es ist genügend da. Der Herr sei mit euch. So segne, beschütze euch der gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Lieber Frank, jetzt singen wir ein Lied, das muss einfach sein, das gehört bei den Festen dazu. Ja, es ist halt das Oberfranklied, es ist unserer Hymne, aber vielleicht kannst du ein bisschen damit brummen, gell? Oberfranken ist mein schönes Heimatland. Ohne Main sich schlängelt wie ein Silberband. Rote Kuckuck ruf ein in das Tal hinaus. Da ist meine Heimat, da bin ich zu Haus. Da ist meine Heimat, da bin ich zu Haus. Wo Schloss Banzow droben auf dem Berge steht, wo man sonntags gern nach 14 Heiligen geht, wo der Staffelberg weit grüßt ins Tal hinaus. Da ist meine Heimat, da bin ich zu Haus. Da ist meine Heimat, da bin ich zu Haus. Wo die feste Rosenberg im Norden liegt, an die Mauern sich die alte Krona schmiegt. Wo vom Kreuzberg abendlich die Glocke schallt, die Grüße bringt aus deinem Frankenwald. Die Grüße bringt aus deinem Frankenwald. Fern im Tal erklinget heller Glockenklang. In der Luft ertönen heller Vogelsang. Leuchtend scheint die Sonne auf die Vögel an. Kommt ihr durch die Fluren, singt ins Frankenland. Gott geht durch die Fluren, singt ins Frankenland. Kehrst du wieder einst und suchst die Jugendzeit. Singst mit freuen Lieder, weil du nie bereut, dass die Tannen sangen dir ein Liegelied. Deine Heimat liebe dir im Herzen blieb. Deine Heimat liebe dir im Herzen blieb. Ja, und das Frankenland, das könnt ihr wirklich erleben. Und ich lade euch dazu ganz, ganz herzlich ein für Samstag. Um 4 Uhr radeln wir los. Lauf nach Gösemerstadt.
lade euch dazu ganz, ganz herzlich ein. Glaubt mich, Ramin Yassin am letzten Samstag hochgelaufen hat und jetzt ist bloß runtergelaufen. Ich bin auch. Der Berg ist fein nicht mehr so steil. Der hat die Gabin gesenkt. Glaubt das mal, da können wir ruhig alle aufradeln. Also, wir freuen uns, wenn ihr alle am Samstag um 4 Uhr in der Kern seid. Den Segen und da fällt der liebe Gott mit und er schiebt uns dann schon ein bisschen da drin auf. Also herzliche Einladung für Samstag zu unserer Radwallfahrt nach Gessemer-Stahr. Um 9 Uhr feiern wir den Gottesdienst. Anschließend ist dann der Kreuzweg und auf dem Rückweg kann jeder dann selber fahren. Wir treffen uns in Großberg im Kapella zum Engel des Herrn. Fahren ab Großberg dann gemeinsam wieder zurück hierher nach Hausen zum gemütlichen Beisammensein auf unserer wunderschönen Fahrwiese. Herzliche Einladung für Samstag zu unserer Radwallfahrt nach Gössemer-Stahr.